Ich begrüße euch und willkommen zurück zum Super Mario Maker, wo ich eure Level spiele, die ihr mir immer gerne einsenden könnt. Heute ein weiteres Level von Fox, und zwar Ghosts, Yoshis and Me. Und ich habe ein bisschen Panik davor, denn ich sehe fliegende Blöcke. Ich hasse fliegende Blöcke, die sind nämlich ziemlich fies, weil die ziemlich rutschig sind. Außerdem habe ich bei seinem letzten Level, was ich gespielt habe, eine halbe Stunde im Nachhinein aufnehmen müssen. Nur um das eine Level zu knacken, und das hat mich ziemlich aufgeregt, weil es doch ziemlich böse war. Deswegen gehen wir rein in das Level. Und diesmal habe ich auch die ID nicht vergessen aufzukloppen. Deswegen, trotzdem muss ich sagen, er hat mir die ID falsch aufgeschrieben. Das ist nicht toll. Nicht so toll. Er sagt oben lang. Wirklich? Oben lang? Okay. Aber dann muss ich hier irgendwo was geben, damit ich nach oben komme, oder? Ein One-Up. Ah, warum da auch nicht? Was haben wir denn da oben? Ein Pfeil. Okay. Ich sehe keine Möglichkeit, da direkt hochzukommen. Deswegen brauchen wir Yoshi. Oder? Oder brauchen wir Yoshi nicht wirklich, weil ich komme hier gerade nicht hoch. Ach. Moment. Da kommt schon Yoshi. Das ist ein übler Sprung. Irgendwo hier noch ein versteckter Block oder sowas? Yoshi mag das Sägeblatt. Mag das Sägeblatt auch Yoshi? Nö. Aha. Schau mal ein, da guckt. Das war irgendwie klar. So, jetzt aber. So. Oh, nö, oder? Du bist gemein, weißt du das? Ich kenne ein paar Leute, die dich dafür absolut hassen. Oh, cool. Das ist ja lustig. Die Knochen trocken haben die Fähigkeit von dem roten, von den roten Koopas übernommen, dass die zu Feuerbällen werden. Das ist ja interessant. Wow. Das war weird. Denn irgendwie gerade die Zunge da komisch. Nope. So komisch lang gedehnt. Da war ich ein bisschen verwirrt. Okay. Aber ich weiß schon Bescheid. Also. Du willst, dass ich Yoshi umbringe. Alles klar. Kann ich verstehen? Viele Leute mögen Yoshi nicht. Und die Münze hatte ich total einfach vergessen. Aber gut, angezeigt, dass man da hochkommt damit. Und ich hasse diese Feuerbälle. Ich hasse sie so sehr. Das glaubt ihr gar nicht. So, hoch da auf den Block. Und dann einmal hoch. Komm schon. Ah, wie hat es denn geschafft? Und Yoshi so, psch, keine Tränen. Ja.
So. Warte, habe ich den nicht ausgelöst? So, jetzt aber. Komm. Hoch da hoch, hoch, hoch. Und hier müssen wir wieder Zeit lassen. Haben wir alle Zeit der Welt. Oder auch nicht. Warten wir mal auf das Feuer. Gut, das war's. Jetzt kommen wir rüber. Das Feuer ist wirklich gemein. Da kann man nie im Leben mit Yoshi rüber. Also man kann Yoshi nicht retten. Das ist... fies. Oh. Hi Yoshi. Du bist aus dem falschen Loch gekommen. Was ihr euch jetzt daraus denkt, ist eure Sache. Nicht meine. So. Diesmal aber... werden wir es schaffen, Yoshi. Oder auch nicht. Was auch immer Yoshi jetzt gerade getroffen hat, ich weiß es nicht. Ich habe es nicht gesehen. Aber es war irgendwie merkwürdig. Auch merkwürdig ist die, naja, nicht Verhaltensweise von Yoshi, aber die Steuerung von dem. Ich will nicht sagen, die ist schwammig, aber die ist, naja, schwammig. So, Stirbknochen trocken, oh Gott. Warten wir mal ab und springen da rein und durch die Tür. So, so weit, so gut. Irgendwo ein verstecktes Item? Nö. Oh, ich habe keinen Schimmer, wie ich da durchkommen soll. Ich soll wahrscheinlich auf den ganzen blöden... Mano, da wollte ich nicht dran sterben. Auf den ganzen blöden Ketten... naja, Kettensägen, Sägeblättern... rumspringen mit Yoshi, aber das ist so ekelhaft. Da muss doch eine andere Art und Weise gehen, da durchzukommen, oder? Ich meine ja nur, ne? Nein, Yoshi, nicht schon wieder! Genau wie vorhin, dieselbe Position, ich fasse es nicht. Yoshi, das an. Meh. Ich meine, ich mag zwar die Geisterhausmusik in dem Spiel hier, aber so häufig will ich die nicht unbedingt hören. Zumal ich eh in ganz vielen Geisterhäusern schon gespielt habe in dem Spiel hier. Ihr mögt irgendwie Geisterhäuser, ich verstehe es ja, aber nein, nicht schon wieder. Och, leck mich doch. Manno. Manno, 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 manno. Manno, manno, manno. Komm her, Yoshi. Du bist so schwer zu steuern. Du bist so schwammig. Also nicht SpongeBob-schwammig, aber schwammig. Widerlich auf jeden Fall. Steuerung von Yoshi ist nicht mein Fall. Oh Gott. Nö. Nö, nö, nö. Ich hatte zu wenig Momentum mit Yoshi momentan drauf. Das war nicht so gut. Springe wieder hoch. Und stampf. Oder stampf. Ich mag die Musik in dem Geisterhäuser auch lieber ohne Yoshi. Und dieses geht mir ziemlich auf den Sack. Ziemlich. Kann ich die aufsaugen? Nö. Schade. Das war doch passend. Mäh. Mäh. Also langsam brauche ich mein Gamer-Face mal. Und das könnte ein bisschen an ruhiger werden von mir, aber...
Ihr kennt das. Serious Gamer und so müssen ab und zu auch einfach mal die Klappe halten, um gut zu spielen. Wo kam das denn her? Das kam ja aus dem Nix. Alle so, ach, wir gehen mal kurz abtauchen. Und alle so, hallo, guten Morgen. So ein Arsch. Ich wünschte, Yoshi könnte Wandsprünge. Das wäre super. Aber das wäre wahrscheinlich ein bisschen zu OP. Ich meine, er hat einen Flattersprung und dann noch einen Wandsprung. Das wäre schon ein bisschen viel. Zumindest. Kommt Yoshi nicht weit. Oh, Mann. Die sind voll desynchron, ey. So, jetzt aber. Er ist mein Daumen vom A-Knopf abgerutscht. Mist. Ich habe nichts gedrückt gehabt, außer das, was ich immer drücke. Links, rechts und jetzt aber mal nach unten gezielt. Jetzt fängt es schon an wie bei Smash, ich fasse es nicht. Ich fasse es einfach nicht, er macht die falschen Attacken oder... Naja. Wie nennt man das? Attacken? Nicht Attacken, ne? Aktionen, genau, Aktion. Yoshi, dein Ernst? Komm her, du. What the fuck? Also, so langsam vergeht mir da ernsthaft der Spaß dran. Wenn die Steuerung jetzt so verkackt, ey. Ich meine, bis hier vorne, alles okay. Auch alles okay. Ah, das ist kein Problem. Das ist doch nicht wahr, ey. Das ist einfach nicht wahr. Es gibt bestimmt 100%ig irgendwo eine Abkürzung oder so ein Scheiß. Aber das Level ist wirklich die reinste Hölle gerade. Oh, vor allem das ist ätzend. Oh, das ist ätzend für die Daumen. Was? Wie? Wie jetzt? Was war das denn jetzt schon wieder? Oh mein Gott, ey. Also... Mario Maker in allen Ehren, aber das ist langsam irgendwie ein bisschen komisch. Das ist verflucht komisch. Und das gefällt mir nicht so wirklich. Auch wenn ich von dem Level bisher nichts sagen kann, außer es ist, naja, so ein bisschen anspruchsvoll. Zu weit. Einfach nur zu weit. Aber zumindest habe ich gelernt, dass man mit Knochen trocken die quasi Feuerbälle nachmachen kann. Das muss man erstmal wissen. Und das nehme ich gerne mit aus dem Level. Vielleicht für meine eigenen irgendwann mal. Aber zumindest können die irgendwie die Gegner besiegen. Und das ist schon mal... Naja, irgendwie. Es funktioniert nicht mehr der Wandsprung. Ich fasse es nicht. Daumen einrenken. So. Hat auch ein bisschen geknackt. Jetzt sollte es funktionieren. Voll concentrate und so. Aber ganz halt den B-Knopf nebenbei zu drücken. Das Rennen ist echt... Echt übel.
Ich hätte doch wirklich gerne eher eine Möglichkeit mit C zu rennen, statt mit C zu spinnen. Ah, nun gut, das ist Nintendos Entscheidung, was sie machen wollen damit. Ich meine, ich drücke gerne R, um zu spinnen. Leg mir einfach näher. Irgendwie, aber da hätten sie wenigstens den zweiten Platz hinten freilassen können, zum selber belegen können. Ja, von wegen, ich möchte darauf losrennen. Ripperoni. Ach, wären wir jetzt noch in alten Spielen, da könnte man wenigstens irgendwie versuchen hier. Oh, no. Zumindest mit einem Spinjump rüberzukommen, aber nein. Okay, einen noch und dann gehe ich mein Fazit. Auch wenn ich es nicht wirklich geschafft habe, hier durchzukommen. Ist auch eher so ein wirkliches Try-and-Error-Level. Vor allem die Sache mit den ganzen Feuerdingern. Sind ein bisschen viele, meiner Meinung nach. Ein bisschen viele Feuerdinger, die irgendwie, naja, teilweise asynchron springen. Das kann das schon mal ein bisschen sehr nerven. Das gibt's doch gar nicht. Dann. Das ist doch nervig. Aber nun gut, ich würde sagen. Ja, es ist ein schweres Level, wenn ihr selber spielen wollt. Tut euch keinen Zwang an. Aber behaltet euch vor, das ist ein Geisterhaus. Es sind überall böse Sachen teilweise versteckt. Und nicht vergessen, es ist ein Level von Fox. Also von Mumu. Und der machte böse Level. Deswegen zeige ich euch nochmal die ID. Und wenn ihr selber spielen wollt, tut euch keinen Zwang an. Ich werde wahrscheinlich... Ah, bis jetzt mein Level gespielt. Hi, hi. Hey, auch ein Stern. Ja. Wenn ihr selber spielen wollt, die ID steht da ja. Und... Ich weiß nicht, ob ich hinten eine Montage ranmache, ob ich das schaffe. Oder zumindest mein Dingens dazu. Aber. Ja. Das wäre es von mir. Keine Ahnung. Ich blicke da nicht durch das Level. Auf jeden Fall. Ich bin raus. Und wenn ich halt noch sehe, was da alles noch gekommen wäre. Nicht mein Level. Ich glaube, dass da passe ich dieses Mal doch lieber. Naja. Wie immer, wenn es euch gefallen hat, könnt ihr einen Stern da lassen, beziehungsweise einen Daumen nach oben. Ach, damit Sternesystem so schön. Ja, Daumen nach oben. Ihr könnt auch gerne Kommentare da lassen mit euren eigenen Leveln. Und ansonsten könnt ihr auch abonnieren. Wenn ihr eure eigenen Level auch einsenden wollt, um zu verfolgen. Oder euch Inspiration zu holen, aber nein, das Level tue ich mir nicht mehr an. Das ist Wahnsinn. Das ist ein Wahnsinnslevel. Ob es überhaupt einer schaffen wird? Ja. Ich werde es nicht spielen, das wird mir ein bisschen zu lang dauern. Ich habe da noch andere Sachen geplant und andere Level zu spielen. Ja, deswegen verabschiede ich mich von euch und sage bis dahin. Ciao, ciao.